Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dante's Inferno. Wir sind immer noch auf diesem Meer aus Blut. Wir müssen uns jetzt hier durchbahnen. Okay, und ich sehe schon, woraus das hinausläuft. Ich darf dieses Blut wahrscheinlich auch nicht berühren, weil es bestimmt richtig eklig ist und uns direkt ertränken wird. Und deswegen müssen wir so schnell wie möglich hier rüber. Oh Gott, das wird knapp. Okay, da ist eine Speicherstatue. Was ist das für ein Ort? Als dein Freund Dante, sag ich dir, du bist noch nicht bereit. Freund, ich bin sehr gespannt auf alles, was du mir zu bieten hast. Ich glaube, das sind wir alle. Und Virgil steht mal wieder hier vorne. Oh, Selbstmordwald. Okay, kommen hier die ganzen Selbstmörder hin oder was? Wir reden mal mit Virgil. Menschen, die durch eigene Hand aus ihrem Leben scheiden, sind verdammt in vergeblicher Reue bis zum Ende der Zeit hier zu leiden. Ja, die Geschichte kennen wir doch alle. Selbstmörder kommen in die Hölle und sind auf ewig verdammt, wie er gerade meinte. Und wir kommen jetzt anscheinend an den Ort, wo sie aufbewahrt werden. Okay. Dürfen wir jetzt nicht durch? Oder? Ah ja. Okay, von Zeit zu Zeit spucken die einfach irgendwas aus. Gut, dann warte ich mal kurz ab. Lass mal wieder. Hallo, würdest du mal wieder aufhören? Ah, okay. Ich muss hier gegenhauen. Aha. Verstehe. Gut. Ja, ich hab gedacht, weil das so auffällig rot leuchtet, schlage ich einfach mal dagegen. Wie man das immer macht in so einem Spiel, wenn Dante irgendwas auffällig ist, dann schlägt man irgendwo gegen. Und wir wurden gerade gerufen, aber ich weiß nicht von wem. Ich könnte unsere Beatrice gewesen sein. Könnte aber auch jemand völlig anders gewesen sein. Kabam. So. Okay, wir dürfen durch. Hallo? Hallo? Es sieht hier so aus, als wären hier die Tripods von Krieg der Welten durchgelaufen und hätten dann alles mit ihrem Blut voll gespritzt. Wie ich immer alles mit irgendwelchen Filmen am Vergleichen bin. Aber hey, Filme sind geil. Kommt ihr mal da runter? Oder muss ich euch so da runterholen? Dann mach ich's halt so. Ich kenne da nichts. Ich kann mich euch anpassen. So ist es ja nicht. Die sind pechschwarz, die Viecher. So. Kaputt. Habt ihr jetzt davon. Und die Teile jetzt hier kaputt machen? Okay. Irgendjemand tut es weh. Okay, da schreit etwas, wenn ich dagegen haue. Na gut, dann lassen wir es mal. Vorerst. Ein. Ach, und schon wieder. Immer will ich es mit Kreis machen. Das ist ein sehr ungemütlicher Platz hier. Ah, und da hockt wieder jemand. Wer bist du denn? Möge mein gutes Gedächtnis dem Herrn dienen. Pierre de Levine. Der Kanzler des römisch-deutschen Kaisers Friedrich II. Versäumte es, die Ehre seines Herrn zu verteidigen. Nach seiner Entmachtung nahm er sich im Kerker das Leben. Möge mein gutes Gedächtnis dem Herrn dienen. Naja, er ist zwar ein Selbstmörder, aber ich bin ehrlich gesagt auch nicht so wirklich gläubig, wie ich gesagt habe. Und von daher, ja, er hat, was heißt denn, versäumte es, die Ehre seines Herrn zu verteidigen? War er nicht zur rechten Zeit am rechten Ort? Ja, komm, dann erlöse ich ihn. Er ist ein Mensch und die machen Fehler. Und von daher, sowas kann passieren. Ich weiß jetzt zwar nicht, welche Konsequenzen das hat, aber wahrscheinlich wurde dieser Kaiser Friedrich II. Gekillt oder so, aber hey. Sowas kommt vor. Ach, diese blöde Vierecktaste. So, okay. Hallo! Vierecktaste funktioniert nicht mehr. Ich brauche einen neuen Controller. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich sind meine Controller noch in gutem Zustand. Nur, dass sie irgendwie auf unerklärliche Weise ab und zu mal Kratzer abbekommen. Das Wort Gottes ist mir stets befehlt. Amen. Amen. Ja. Und weg mit ihm.
Okay. Wenn es hart auf hart kommt, können wir uns ja eigentlich auch selber töten. Für mein alter Freund, du bist so und uns dann selber erlösen, wollte ich gerade sagen, bevor wir unterbrochen wurden. Aber ich glaube kaum, dass das möglich sein wird. So, was haben wir hier? Ein Felsen, den ich rausziehen kann. Wofür brauche ich den? Wahrscheinlich, um da hochzukommen, da hinten, was? Deswegen würde ich sagen, nehme ich ihn mal mit. Zack. So, mal schnell darüber. Kann ich den... geht das denn, wenn ich hier so... Nee. Bringt das was, wenn ich ihn vielleicht da hoch und dann... Ah ja. Ha, so hat es mir auch gedacht. Cool. Okay, machen wir das hier noch kurz kaputt, damit das Vieh da hinten nicht spucken kann. Sonst wäre es uns nicht so präsent angezeigt worden. Ach, hier waren wir doch schon mal. Da sind wir eben nur rechts rumgelaufen. Hm. Und eine Feuerwand. Das heißt wieder... Oh Gott, was kommt da? Ach nee, komm. Ist jetzt nicht wieder so... Das ist gemein, wenn jetzt auch noch diese komische Pflanzen auf uns runterspucken. Naja, man kann sich's halt nicht aussuchen. So, haut ab, ihr Viecher. Okay, du kannst direkt oben bleiben. Ich will dich hier gar nicht unten sehen. Hau ab. Genau so. Oh, hi Kollege. Dich will ich eigentlich auch hier unten auch nicht sehen. Weil ich eigentlich nur weiter will. Und kabam, so. Sehr schön. Ach, ja, komm mal her. Hier, werde erlöst. Die anderen kill ich einfach. Ihr habt es nicht verdient, erlöst zu werden. Nur er. Er war der eine, der Besondere. So, schnell wieder nach oben. Wenigstens verstehe ich die Prinzipien hier in diesem Spiel immer recht schnell. Von irgendwelchen Aufgaben oder Kämpfen. Aber es ist ja auch nicht schwer zu verstehen. Sollte man meinen. Es ist ja keine Quantenphysik, die man hier machen muss. So, tot. Darf ich jetzt durch? Habe ich nicht jetzt genug bewiesen, dass ich es drauf habe? Nein, anscheinend nicht. So, geh weg. Warum brichst du mich? Kennst du kein Erbarmen? Mutter. Nein. Löst sich die Seele aus dem Bunde mit ihrem Leib zur Gänze. Von Minos verdammt in den siebten Schlunde. Dort sprießt aus ihr ein Setzling, gleichsam ein Baum mit körperlosem Schmerz. Deshalb darf keine Seele je besitzen, was einst sie selbst genommen hat. Aber das ist ganz unmöglich. Ich verstehe das nicht. Ihr Herz war dem Fieber nicht gewachsen. Sie war zu schwach. Verachtete deines Vaters Grausamkeit. Doch ich war zu schwach, ihm zu trotzen. Und so entleibte ich mich. Und du bist von seiner Art. Vergib mir bitte. Ich habe versagt. Mir fehlte stets der Mut, dich zu beschützen. Kannst du mir vergeben? Ich hätte... Mutter, warum musste ich alles verlieren? Manche Männer ändern sich, andere werden die Männer, die sie früher einmal waren oder gerne wären. Beatrice war mein Ein und Alles. Warum nur verriet ich sie? Es ist zu spät für uns, Sohn, aber ihr bleibt noch Zeit. Erlöse mich. Meine Seele gehört dir. Du musst Beatrice retten. Sie ist unschuldig. Oh.
Okay, so hat Dante also auch seine Mutter verloren, wie man gerade sehen konnte. Magie, du hast einen neuen Zauber gefunden. Selbstmordfrucht. Bitte erweitere den Magiebildschirm die Tastenbelegung. Was ist das denn? Dante schleudert die verrottete Frucht eines Selbstmordbaumes zu Boden, um Gegner in seiner Nähe zu betäuben. Ah, sowas wie die Dekunus. Quasi. Ja. Okay, also der Dante hat also angenommen, seine Mutter wäre durch das Fieber gestorben, aber in Wirklichkeit hat er sich selber umgebracht, weswegen sie jetzt schon seit Ewigkeiten hier unten hockt und auf Erlösung wartet, die wir ihr jetzt glücklicherweise geben konnten. Ja. Und man merkt auch, dass Dante sich langsam selber hasst, weil er seine Frau hintergangen hat und es einfach nicht verstehen konnte, warum er sowas getan hat, was ihn dazu geritten hat. Und wahrscheinlich hat er Angst, so zu werden wie sein Vater, den er ja übrigens auch schon verloren hat. Der hat so ziemlich alles verloren. Der ist echt arm dran, der Junge. Naja, kein Wunder, dass er so aggro ist. Gut, naja, dann versuchen wir wenigstens Beatrice zurückzuholen und zu hoffen, dass sie ihm dann noch wohlgesonnen ist. Oder dass sie sich halt umstimmen können. Wer weiß das schon? Oh, hallo Virgil, wie geht's denn so? Gewalt auch gegen Gott sich wendet, wenn das Herz ihn verleugnet und seine Güte schändet. Okay, dieser Gewalt muss ja ein ziemlich übler Bursche sein. Aber ob wir den oder wen auch immer demnächst im abscheulichen Sand sehen werden, sehen wir erst im nächsten Teil oder in einem der nächsten Teile, denn hier ist eine Speicherstatue, ein guter Zeitpunkt für mich, Schluss zu machen, und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Teil von Let's Play Dante's Inferno wieder. Also bis dann, ciao!